Moin, moin, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Jo, Montag früh, irgendwas bei 6 Uhr, ihr wisst Bescheid, jeden Tag dasselbe, und wieder grüßt das Murmeltier. Wir sind an derselben Ladestelle, wo wir am Samstagnachmittag abgeladen haben. Wir haben den Sonntag da hinten am Hof verbringen dürfen. Ich habe da ganz freundlich gefragt und habe den netten Herrn vorne an der Rezeption mehr oder weniger Käffchen spendiert. Er hat gesagt, passt, Buschi, bleib da. Kannst am Montag dann instant laden. Ich habe mich da um 5 Uhr gleich mal wieder hergestellt. Er hat gesagt, ey, Rampe 2, wie gehabt. Da bekommst du dann die Ladung. Das haben wir so durchgeführt, mehr oder weniger. Da habe ich mich sehr gefreut. Jetzt muss ich mal gerade kurz... So, da, jetzt gehen wir zum Lostwagen und dann zeige ich euch die Papiere, beziehungsweise wo es hingeht für uns. So, da, gehen wir mal in die Map. Wir fahren von Madrid weg. Fahren wir da so rüber, über Valencia, hoch Richtung Barcelona und noch leider da führen wir was her. Das ist unsere nächste Tour. Neun Stunden. Die normale Route wäre so gelaufen über Saragossa. Ich wollte da jetzt an der Küste entlang fahren, darum haben wir da jetzt ein bisschen länger. Wie gesagt, 9 Stunden, das passt genau. Und ein bisschen was dazwischen kommt, ist uns auch egal. Und von da aus werden wir uns dann die nächsten Touren Richtung Good Old Austria planen. Gut, das war zu der Map. Dann schauen wir kurz in die Papiere. Da haben wir Einmachgläser, 8 Tonnen. Easy. Restzeit 10 Stunden müssen wir schon wieder gucken. Bis mehr zahlen wir danken müssen wir noch. Da verlieren wir keine Zeit. Wie gesagt, danken müssen wir. Fertig zum Losfahren, jawohl, genau. Ja gut. Anbremsen raus. Kupfer schalten wir uns frei. Licht schalten wir ein. Sonst bekommen wir gleich wieder Troubles. Genau, so machen wir das. Gut, auf und der Gas noch, Freunde. Verlieren wir keine Zeit nicht. Francesco, oh, das Fenster muss ich auch wieder lassen. Francesco, danke fürs, dass ich da bleiben hab dürfen, geil, du bist der Beste. Wir sehen uns, wann nicht in deinem, dann im nächsten Leben. Hab ich die Ehre. Eine schöne Woche, geil. Servus. Ein ganz netter Kerl. Ein feiner Typ. Da kann man sich gar nicht beschweren. Jetzt habe ich jetzt noch sagen müssen, was es vor ihm hält. Gut, Freunde. Los vom Getriebe. Wieso neu berechnen? Tanks offen, Alter. Alter, ich bin vorher schon reingefahren. Leck mich am Arsch. Ja, okay. Das war mein Fehler. Voll der Geisterfahrer! Bist deppert! So, Freunde, hast du gesehen? So geht das. Willst du Geisterfahrer spielen? Why not? Ja, wo ist ja Klimonik? Bevor wir diese Ausfahrt.
Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt. Wie vor. Nimm diese Ausfahrt. So, Freunde. Jetzt habe ich leider kurzes Problem gehabt mit meinem Head-Tracker. Wieder mal. Der ist so sonnenempfindlich, da hat es mal kurz reingescheint bei der Scheibe. Dann ist da die Kacke am Dampfen. So, jetzt bin ich ganz kurz ein wenig genervt von deinem Trick. So, da, aber jetzt geht's wieder los. Links halten. Oder Freunde, wie gesagt, weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt waren. Aber wir werden das schon schaffen. Das Tanken darf ich nicht vergessen. Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten. Ausfahrt rechts nehmen. Die Ausfahrt rechts. Jawohl. Gut. Niedrige Tankfüllung, ich weiß. So, die nächste Tankstelle finden müssen wir unbedingt ansteuern. Ich hätte schon versucht, zuerst in Madrid, aber da hätte man irgendwo auf die Autobahn auffahren müssen. Ihr kennt das Problem. Und dann wieder wenden. Das war mir dann auch ein bisschen zu blöd. Aber ich hoffe, es geht sich aus. Das wird wieder Punktlandung werden.
werde ich wieder nervös. Ganz leicht nervös. Die Tankfüllung auf leicht. Eieieiei. Freunde, wir haben schon wieder so Mini-Ruckler die ganze Zeit. Ich werd verrückt. Oh mein Gott. Ich habe mich noch nie so auf den Tankstück gefreut. Unglaublich. Das wird so schön. Uiuiuiui. Neue Route finden. Nein, nicht neue Route finden, Jacqueline. Können wir uns da neben den auch noch hinstellen, oder? Ist schon gut aus. So, da Freunde, ich werde da jetzt mal kurz tanken. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao dabei. So, da. Getankt haben wir auch. Gesamtpreis 611 Euro für 560 Liter. Passt. Optimal. Fahren wir durch, ziehen wir durch, soll ich sagen. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Der möchte wieder einmal schlafen. Unglaublich. Jetzt hat er mal was gearbeitet. Udala, Freunde, jetzt werden wir ein bisschen über die Kollegen sprechen. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Das mit den Tanken, das ist der Endgegner bei mir. Real-Life-Geschichte. Ich habe das einmal in der Arbeit, zu Arbeitsweg, um 5 Uhr in der Früh übersehen, am Vortag zu tanken. Und bin dann mitten in nirgendwo um 5 Uhr früh zum Stehen gekommen, weil mein Tank gar war. Und das ist für mich der absolute Endgegner. Danken, der hast mich. Da
kann es passieren, dass ich einen schlechten Tag habe. Da jetzt nehmen wir noch mal kurz die Ausfahrt. Genau, so grüßen wir dahin. So da, Freunde. Der liebe Chris Binford ist auf der Eurofresh Map noch immer unterwegs. Der tut da ein bisschen Nahverkehr Container schubsen und hat in der vorletzten Folge quasi zum Schluss noch mit einem LKW-Trailer abgeholt und umgestellt. Wahnsinnig interessante Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mit dem Verteilerzentren. Also das hat sicher seine Reize, also da verstehe ich voll und ganz, dass er seinen Spaß drauf hat. Und der hier ist quasi die nächste Folge, die ist glaube ich gestern rausgekommen oder so. Da hat er sein neues Fahrzeug vorgestellt, ein Scania S mit Flachdach. Das ist quasi das Ersatzfahrzeug statt dem DAF, glaube ich war das, den der Mitarbeiter da zerstört hat. Und der möchte gerne ein Projekt draus machen, da sind wir natürlich gespannt und da gefallen wir uns drauf. Lieber Chris, schöne Folge, coole Tour, geile Map, Grüße gehen raus. Der liebe Michi Amon, ja, der ist noch immer unterwegs mit dieser Yacht nach Zypern von Korsika aus, ihr wisst Bescheid, und war, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ich glaube, da sind jetzt schon wieder zwei Folgen dazwischen. Da war er zumindest in Griechenland und da quasi von Griechenland jetzt aus Richtung Zypern unterwegs ist und er hat da ganz interessantes Video rausgehauen, wo er über seine Meinung von den ganzen Videos produzieren redet, beziehungsweise was es heißt, wenn man in so einer Spedition arbeiten möchte, so als Real-Life-Fahrer, so wie ich das mache für den Hermann, ein Punkt, oder auch für ihn ein richtiger schönes Thema, würde ich mal sagen, aber da schaut es einfach mal schön bei ihm vorbei und schaut euch das an, Michi Amon alias Virtual Trucker Stories. Ja, dann kommen wir weiter zum lieben Herrn Bohlemann. Da weiß ich nur so, war viel, dass er noch immer unterwegs ist, also jetzt unterwegs ist nach Rostock. Ich glaube, das ist falsch. Herr Bohlemann, wenn ich mich jetzt irre, Sie können mich auspeitschen. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ist unterwegs nach Rostock mit 113H. Mit der Pizza hintum auf seinen Trailer, auf den Sleep Trailer mit dem, ja, ihr wisst schon Bescheid. Und Jan, Grüße gehen raus. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht so viel Blödsinn erzählt. Was denn? Du kennst mich. So, der One and Only, der Hermann Einpunkt, war in der vorigen Folge, der hat die Woche nämlich auch zwei Videos rausgebracht. Das ist natürlich für mich der Endgegner. Da muss ich mir zu viel mitschreiben. In der letzten Folge am Montag, die am Montag erschienen ist, da ist er mit dem schwarzen Teufel unterwegs gewesen, mit dem, ich sag dazu, Firmenprostituierte, also die Firmennutte, der MP3 von Dodek. Den haben wir ja quasi für die Münchner Niederlassung dazu bekommen. Und das wird so, oder ist so, der hat keinen fixen Fahrer, also da muss mit der muss jeder mal fahren. Das ist Radl für alle. Und da war er unterwegs von Salzburg nach Raab mit Leerpaletten. Den hat er dann dort quasi irgendeinem abgeben oder was weiß der Teufel, der schwarze Teufel. Die nächste Folge ist nämlich heute erschienen, heute am Vormittag. Da ist er dann in Polen, da hat er genächtigt, das Wochenende verbracht, in Danzig und fährt mit Erbsen nach Landsberg an der Warte.
der ist da quasi auf der Bullen Rebuilding unterwegs. Hermi, Grüße gehen raus, schöne Folge. Der liebe Micha vom ITL auf Achse ist Gott sei Dank ohne weitere oder größere Schäden in St. Petersburg angekommen. Ihr wisst, er hat da wahnsinnige Tour aufgepumpt bekommen mit einem zweiten Fahrer etc. Aber es war eine schöne Tour. Er hat es sehr gut gemacht, also mir hat es sehr gut gefallen. Herr Meder, Grüße gehen raus. Und der redet da quasi in der letzten Episode über das, wie er zum LKW-Fahren gekommen ist und seine Anfangszeiten. Schönes Video, schaut es da auch vorbei, zahlt sich auf jeden Fall aus. Herr Meder, Grüße. Jetzt machen wir da mal einen kurzen Break und bevor wir zum Stock kommen, machen wir da nochmal einen kurzen Autobahnwechsel. Dass nichts hat. Dass wir es nicht schon wieder verfahren, das war der Endgegner. Oder der liebe Stocki, der was für die Firma Amon unterwegs ist, ihr wisst es ja eh, also der Stocki ist ein Newcomer in der Szene, also YouTube-Szene, so genauso wie ich mehr oder weniger, und der fährt von Spanien Richtung England und der bringt ja auch zwei Videos raus die Wochen. Ich werde mir da sicher nicht jetzt auf das so wahnsinnig versteifen. Ich erzähle das, was ich erst letztes gesehen habe. Aber ich bin mir, glaube ich, sicher, dass ich da auf dem neuesten Stand bin. Der ist jetzt unterwegs in England zum Kunden und der sagt in der Anfangszeit, dass er die ganze Zeit vollgas durchstartet. Ich glaube, er macht da den Tag. Ich bin mir da nicht sicher, aber schaut bei ihm vorbei, ist bei mir verlinkt. Lasst mir einen Daumen da. Stocki, coole Folge, weiter so. Last but not least, den habe ich glaube ich die letzten Zeit eher weniger erwähnt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich drauf vergessen habe, aber ich glaube, ich habe drauf vergessen. Jeffrey, Grüße an dich. Der fährt nämlich in Spanien spazieren. Genauer ist er da in Barcelona, hat Lehrpaletten abgeladen und wollte dort bei der Upladestelle quasi, das haben sie zuerst schon disponiert, eine neue Frucht aufnehmen. Und wie er da abgelohnt hat und quasi zu dem Spezi sagt, hey Alter, wo ist mein Wahr, hat der zu ihm gesagt, dass die schon bei anderen mitgenommen hat, so quasi. Ist natürlich auch fesch, aber der liebe Jeffrey hat das weltmeisterlich gemanagt und hat sich einfach eine neue Tour gesucht und ist jetzt unterwegs noch an Corona, da waren wir quasi, wie wir nach Spanien gekommen sind. Der fährt da mit leeren Fässern 9 Tonnen dorthin. Jeffrey, schöne Tour, Grüße gehen raus, mach weiter so, schaut's auch bei dem vorbei, der Kanal ist auch verlinkt. MTB Thüringen, weil jetzt Jeffy, bitte loggt mich nicht fest, bin mir jetzt nicht sicher, aber es war einfach die letzten, dass ich die verlinkt habe unten bei mir in Videos, also auf meinem Kanal, so muss ich sagen. Schaut's mal da vorbei, ist ein netter Kerl. So viel zu dem Thema. Ich glaube, wir haben es jetzt so halbwegs. Jo. Aller Anfang ist schwer, wie man das schon sagt bei YouTube. Ich habe da ein großes Glück gehabt, weil ich da richtige Größen schon zuerst kennt habe, mehr oder weniger. Ich bin ja quasi über einen Hermi und über einen Jan, besser gesagt auch die beiden, sind da schuld daran, dass ich das mache. Bin ja auch sehr dankbar dafür. Die haben halt aber gesagt, mach und hin und her, und ich habe gesagt, nein, was auch nicht, und hin und her und bla bla bla. Und irgendwo hat es mich dann doch ein bisschen gereizt und bin ganz froh drüber, dass ich das jetzt mache. Hab da ein wahnsinniges, schönes Hobby gefunden. Und
ich habe da natürlich einen guten Einstieg gehabt, wenn so Größen in der Szene mich immer erwähnen. Natürlich kriegt man da schnell Abonnenten und natürlich gehen da auch die Views pro Videos drauf. Da brauchen wir nicht reden, also die Views, was ich pro Video habe, das macht mir mehr wie stolz. Also da danke ich euch sehr drüber, freut mich wirklich sehr. Jeden neuen Abonnenten und jeder alte Abonnente, die was drunter schreiben, sei es ein Moni zum Beispiel oder ein Lothar. Lothar, Grüße gehen raus, Dankeschön für deine fleißigen Kommentare, freut mich wirklich sehr. Netter Kerl, kann ich so behaupten. Der lässt alle nette Worte da. Das freut mich natürlich besonders. Auch du, Moni, freut mich, wenn's vorbeischaut und einen Kommentar da lässt. Jo, der Hermi und so weiter und der Michi, die wissen das Bescheid. Deiner rede ich fast täglich auf Discord. Wenn ihr da Interesse habt, das könnt ihr auch so vorbeikommen bei uns. Meldet euch einfach bei uns an eure Kanäle an oder so. Heimtrans oder Virtual Tracker Stories. Da gibt es immer was zum Quatschen. Und auch da bin ich, Chris Binfort, Jan Bohlemann, Michi Meder, dann der Wolli, der Ambi, der darf man nicht vergessen. Wie gesagt, da gefällt mir immer sehr, es ist, man kann durch den Ambi lustige Kommentare da lassen, das gefällt mir natürlich alles. Auch die Negativkommentare werden berücksichtigt. Natürlich versuche ich es zu ändern, wenn es jetzt so in meinen Kram passt. Aber es ist noch immer mein Spiel und mein Spielstand und mein YouTube-Kanal. Und wenn ich das so machen möchte und das so, dann mache ich das so. Und da wird sich ja nichts dran ändern. Ob jetzt da Synchronisation falsch ist oder ein Fahrer am Fahrersitz sitzt, wenn ich draußen stehe. Wie gesagt, mit sowas ärgern wir uns nicht. Jo. Zurzeit geht es natürlich rund und drüber. Ist hier die Alteingesessenen reden immer von Sommerloch. Ich weiß nicht, was damit meinen. Für mich geht es da rund und drüber mit den Videos. Jeder haut, jeder spielt, jeder bringt was raus. Ununterbrochen. Mir kommt auch vor, da das voriges Jahr nicht so viel war, da das jetzt ein bisschen weniger ist. Aber mich freut es natürlich, weil dann habe ich was zum Schauen in der Arbeit. Da wird es ja erzählt, also da wird gut, doppelt gemoppelt. In der Arbeit Videos schauen von den Kollegen vom Hobby, mehr oder weniger, ist optimal. Also ich schaue in der Arbeit andere Leute beim Arbeiten zu. Muss man ja auch irgendwie respektieren, oder? Also kann nicht jeder sagen, dass er in der Arbeit andere Leute beim Arbeiten zuschaut, obwohl es nichts mit Arbeit zu haben. Aber ich habe jetzt schon langsam die Nasen voll von Spanien. Und darum machen wir uns jetzt auf den Weg so Richtung Good Old Austria. Ich bin jetzt nicht der Fan von den 32-Stunden-Touren, so wie es die Kollegen machen. Weiß ich nicht, das taugt mir einfach nicht so. Darum schaue ich, dass ich das etappenweise schaffe. Und hoffe, dass wir diese Woche irgendwo da Richtung Österreich ankommen. Vermute ja, da wir das also nicht ohne Leerfahrt bis nach Hause schaffen. Aber jetzt sind wir da zwei Wochen unterwegs. Ingame. Das wird mir der Herr Endpunkt sicher verzeihen, wenn wir mal einen Abstecher machen. Mal ein paar Tage zu Hause bleiben. Schauen wir, wie sich das alles richten lässt. Einen Urlaub hätte ich auch noch. Schauen wir mal, wie wir das unter einen Hut bringen. Also wegen der Pandemie hinfahren tue ich sowieso nirgends, ich bleibe eh daheim. Ich würde mir eher da den LKW ein bisschen widmen. Das, was ich schon lange versprochen habe. Aber vielleicht haben wir mal ein paar Inlandstouren oder nicht so weit weg. So Germany oder so. Ist ja am Seck. Und dann werden wir ein bisschen am LKW basteln. Ein paar Ideen habe ich, bis ich was bestellt ist schon, ich weiß Bescheid. Da sehen wir dann, was wir so auf dein Hobby draufschrauben.
so, da vorne kommt eine Mautstation, sehe ich gerade. Auf dem Navi. Auf der Jacqueline Monique in Arsch. Ja, genau. Sehr gut. Da muss ich aber da wieder dann dreifach drauf drücken und das ist so nervig. Scheiß Kupplung. Ja. Also das mit dem Shifter, das war schon eine wahnsinnig coole Idee. Aber irgendwie sind da meine Pedale wahnsinnig empfindlich. Ich muss immer die Kupplung doppelt bestätigen, dass man den Gang reinhaut. Das nervt. Werde ich mir durch eine Fahnerdecke kaufen müssen. Hilft nicht. Gleich mal alles aufs Lenkrad geschoben. Nein, es ist nicht der Bediener schuld, sondern das Lenkrad ist schuld. Und es sind die Pedale schuld. Es ist nicht der schuld, der dahinter sitzt. Auf keinen Fall. Es sind immer die anderen schuld. Unsere FPS-Zahlen, die da auch was wollen. Ich weiß es nicht. Lasst mich auch kalt. Ganz offen ehrlich sagen. Es ist mir wurscht. So, ich nehme heute ist Freitag. Eine Woche nach meinem Urlaub. Und ich bin schon wieder urlaubsreif. Real Life Story. Wenn es euch gut geht, kommt das Video morgen raus. Hätte ich so geplant. Außer es. Der liebe Herrgott plant das anders mit OBS zum Beispiel. Genau, da haben wir einen Schwung. Das passt. Jawohl. So mag ich das. Aha. Fahren wir da runter, da rauf, da rüber. Können wir nix. Links frei. Tempomat, zack, die Bahne, ab die Post. Unser Kunde, ja, ist schön. Ich freue mich. Er kann es da warten, der Offenkopf. Stand hat er noch. Ah, da kann ich wieder in Verzug. Ein Punkt. Was soll ich sagen? Wann alles so reibungslos funktionieren darf. Oh, das ist schon geschrieben. Also das kann schon nicht mehr so tragisch sein. Es kann schon nicht mehr so tragisch sein. Wir werden es schaffen. Jo, wir schaffen das. Was ist da für ein süßer Marker?
Ich weiß nicht. Achso, das ist, weil wir die Strecken geändert haben. Rechts halten, Asphalt rechts nehmen, machen wir. Überhaupt kein Thema. Da wird dann gleich ein Mautstück heim, schätze ich mal tief. What else? Der Zipfelgesichter kämen da über. Demnächst rechts abbiegen. Also super Ruckler, danke dafür. Danke für nix. Krack, krack. Er ist schockiert. Massig Platz. Das gefreut mir. Da haben sie seine Bodenwellen eingebaut, die offen. Wir sind heile angekommen. Das freut mich. Das ist so wahnsinnig. Servus, Friendos! Was geht? Schau, wie er sich hinten versteckt vor der Arbeit. Ich sehe die. Aber der Ehre. Ja, und wo. Wo müssen wir hin? Freunde, ich hab Angst. Aha! Der Klassiker. Kann ich? Das gibt's doch nicht. Da werden wir so wenden.
Taugt einer voll, so weiß ich. Was ich nicht mal hänge. Dann werden wir da unser Bier auszuhalten. Jetzt sehen wir nochmal vor. Also wenn wir da ankommen, ist es schon eine Katastrophe. Oder Freunde, ihr wisst Bescheid, wir haben es geschafft. Aufreibender Tag geht zu Ende. Montag 16:21 Uhr. Wir werden jetzt schauen, dass wir da uploaden. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Da geht es dann da weiter. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Raimi.